Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ihr merkt, ich bin gut gelaunt und hyperaktiv. Zwei Sachen, die bei mir immer ein bisschen kritisch sind, wenn ich meine 5 Minuten habe. Es ist 21:30, ich bin seit 4 Stunden wach, ich bin am Start, ich bin ready. Wir hatten die Handwerker hier, großes Tamtam, dies, das. Und heute drehe ich einen Vlog, ich bin ein bisschen unterwegs und ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit, euch mitzunehmen. Und das machen wir heute. Also wir verbringen gemeinsam den Tag. Bevor wir uns dem Vlog widmen, Digis, ich habe vor kurzem das zweite Mal in meinem Leben ein Wimpernlifting gemacht und ich werde jetzt das erste Mal meine Wimpern tuschen mit ein bisschen Maybelline Lash Sensational Mascara Primer ohne Wimpernzange. Das ist nämlich das, was die sagt, was das Coole an so einem Wimpernlifting ist. Du benutzt keine Wimpernzange, weil sie sind halt krass geliftet. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Guck mal, wie schön meine Wimpern sind. Also ich will jetzt nicht pushen, ne? Aber ich habe ja normalerweise kurze, gerade Stummelwimpern. Aber guck mal, wie schön die jetzt am Start sind. Richtig schön geliftet. Und die sind um einiges länger geworden wegen einem ganz bestimmten Produkt. Aber das ist noch nicht die Zeit, dass ich euch davon erzähle. Das werdet ihr alles erfahren, wenn es soweit ist. Wow, wow, wow. Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, wie ich meine Wimpern so heftig habe wachsen lassen. Aber das ist eine Arbeit, die schon seit längerem im Hintergrund ist. Und es wird soweit sein. Ich werde es euch dann erzählen. Aber bitte, ihr wisst, ich habe kurze, gerade Stummelwimpern. Bitte guckt euch das mal an. Bro, noch nie sahen meine Wimpern so gut aus. Ich habe sie mit einem gewissen Produkt extrem verlängert und wachsen lassen. Und jetzt mit einer Wimpernwelle. Wow! Ich möchte heute nämlich ein bisschen schick aussehen, weil ich Ausweisfotos machen lasse. Ich habe schon mal welche machen lassen. Die habe ich aus Versehen einer Followerin geschickt, als ich ihren Gewinn von einem Gewinnspiel geschickt habe. Sie hat mir zurückgeschickt, aber leider sind sie irgendwie nie angekommen, deswegen mache ich jetzt neue, denn ich brauche Fotos für meinen Ausweis und ja, deswegen möchte ich heute einfach schick aussehen mit meinem typischen Standard-Look. Ich habe versucht, meine Augenbrauen so ein bisschen zu machen, wie Maxim mir das gezeigt hat, beziehungsweise gemacht hat, als er mich geschminkt hat. Maxim Giacomo, ich hoffe, ihr kennt das Video von ihm und mir. Und ja, ich wollte erstmal den Tag starten und mit meinen Wimpern pushen. Ich wollte euch mal mein Frühstück zeigen. Ich nehme aktuell ein wenig ab mit Kalorienzählen und ich mache das immer so eine Mischung aus Cool Sujuk, Brot, was weiß ich, so dass man das Gefühl hat, man verzichtet nicht und hier eine große Portion Salat. Und das Ganze hier zum Beispiel hat 400 Kalorien ungefähr. Habe ich nachgerechnet. Ich track das alles und ja, ist doch cool fürs Frühstück. So fühlt man sich nicht, als würde man die ganze Zeit verzichten. Das hier ist mein Outfit of the Day. Nichts Besonderes. Sneakers, Oceans Apart Leggings, altes Wickelshirt, Secondhand Cardigan. Ja, keine Ahnung. Ich kenne nur die Marken von der Leggings und von den Schuhen. Die sind von Adidas. Und auf geht's. Eine der ersten Sachen, die ich immer mache, wenn ich im Auto bin, ist die Sitzheizung auf volle Pulle anmachen. Mein Sitz einstellen. Und los geht's. Unser erster Halt heute ist der City Park in Flensburg. Denn da oben gehe ich immer zur Maniküre und Pediküre. Schnell zu, bevor Menschen kommen. Ich habe euch das schon ein paar Mal erzählt. Ich habe ewig nach einer guten Maniküre und Pediküre gesucht. Meine liebste Maniküre ist in Schleswig, aber damit ich nicht so viel hin und her fahre, mache ich beides im City Park. Wie sie bei der Maniküre sind, gucke ich noch. Aber Pediküre sind das bisher die besten, die ich hier getestet habe. Ja, moin, ich habe mich verquatscht mit euch. Falsche Stockwerk. Also ich habe viele Pediküre-Sachen getestet und nichts gefunden. Also mehrere Jahre tatsächlich, wo sie wirklich gute Arbeit machen. Ich dachte auch erst, okay, im Einkaufszentrum Maniküre, Pediküre, aber Bro, die Pediküre von denen, Baba. Digis, was mich interessieren würde, wie viel Geld gebt ihr aus monatlich für so Schönheitssachen? Keine Ahnung, Solarium, Friseur, Gesichtsbehandlung, Fake Lashes, falsche Nägel, was es nicht so alles gibt. Weil ich mache zwar keine Fake Lashes, werde ich jetzt auch wahrscheinlich nie brauchen, wobei ich will ein bisschen üben. Ich mache auch keine falschen Nägel, aber ich gebe schon viel Geld aus monatlich. Was heißt viel? Aber ich gehe alle 4 bis 6 Wochen zur Gesichtsbehandlung, alle 4 bis 6 Wochen zum Friseur, Pediküre. Alle 4 Wochen. IPL, Enthaarung, habe ich meinen Körper länger gemacht. Wobei, das ist eine Kooperation, da kriege ich die Leistung gestellt. Jetzt habe ich mit Gesicht angefangen. Also dafür, dass ich so viel Kram mache, sehe ich auch nicht so heftig aus, muss ich sagen. Ne? Aber ich weiß, viele Frauen zahlen wohl auch viel für falsche Nägel und dies und das. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Guck mal, wie leer die Regale alle sind. Ich bin jetzt gerade bei Deichmann im City Park. Hier gucke ich immer mal spontan nach Schuhen. So.
Ich trage immer dieselben Schuhe. Ich nehme da irgendwie, ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf. Ich kann sowas auch gar nicht ordentlich stylen, muss ich sagen. Aber so ein bisschen gucken, ob was Hübsches dabei ist vielleicht. Ja, ich gucke meistens einfach nur, keine Ahnung, nach Sneakers. Sneakern. Bin ich gerade wirklich so dumm? Guck mal, ich würde so gerne jemand sein, der solche Schuhe trägt. Hammerschön. Glaubst du, ich kann auf Absätzen laufen? Nicht mal auf solchen. Hammerschwer für mich. Auf Krampf. Ich sehe richtig komisch aus dann. Guck mal, Gott will nicht, dass ich Schuhe kaufe. Alles leer. Ja, ich weiß, dass alles leer ist, weil jetzt die Saison gewechselt wird und so. Frau Sneaker, Sneaker. Mhm. Es gibt Frauen, die können so schön Schuhe kombinieren. Allgemein Kleidung und alles, ne? Ich muss sagen, das liegt mir gar nicht. Deswegen, also ich, auch wenn ich ein Kleid anhätte, würde ich jetzt diese Sneakers tragen. Versteht ihr, wie verloren ich bin? So verloren wie meine Mascara heute, die überall rumschmiert. Bei DM sind wir auch nochmal. Ich laufe immer nur einmal so durch, gucken, ob es Neuheiten gibt, was es so an Neuheiten gibt. Aber kaufen tue ich dann meistens erst bei meinem Live-Haul. Oh, wisst ihr, was ich völlig vergessen habe? Ausweisfotos. Wartet ab. Ich sehe jetzt bestimmt freundlich aus. Mundgesicht. Auf den Ausweisfotos werde ich aussehen wie ein potenzieller Serienmörder. Wartet ab, ich zeige es euch gleich. Ich muss sagen, die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das sind die hübschesten Passfotos, die ich je hatte. Also von der Quali, ich sehe ganz frisch aus. Also sie hat das auch minimal bearbeitet, ne? Aber ich finde, das geht völlig klar. Also ich habe jetzt 20 Euro bezahlt für 4 Fotos. Passt doch. Jetzt bin ich im City Park. Hier kaufe ich immer sehr, sehr gerne ein. Eigentlich wollte ich hier ein bisschen gucken nach Influencer-Essensprodukten, weil ich die gerne mal für ein YouTube-Video testen wollte. Aber ich bin halt echt ein bisschen zeitlich knapp und habe mega Hunger, deswegen hole ich mir jetzt einfach nur einen kleinen Snack, weil ich wollte ein Video machen, in dem ich Influencer-Essensprodukte teste, also nicht welche, nicht so Marken wie Waterdrop, Airdrop, was weiß ich, sondern halt so Pamela Reifs Nusssachen und so ein Kram, aber die kriegst du halt auch nicht überall im Laden, ne? Also ich habe da verschiedene Sachen angeguckt, ich habe jetzt auch nicht bedacht, dass die Sachen in den Kühlschrank müssten, deswegen hole ich mir jetzt einfach nur einen, oh, da ist der Brattee, den wollte ich auch testen, ja, ich guck mal, auf jeden Fall hole ich mir einen kleinen Zwischensnack, weil ich sterbe vor Hunger. Mashallah, guckt euch mal bitte diese Weintrauben an. Wow. Ich meine, okay, ein Kilo 4,99 € ist schon teurer als bei Lidl oder so. Aber guck mal, wie schön die sind. Da will ich mich direkt hinsetzen wie so eine griechische Göttin und füttern lassen. Nein, ich mag es nicht, gefüttert zu werden, aber die Weintrauben wecken Bedürfnisse, sagen wir es so. Aha. Guck mal, was es jetzt neu im City Park gibt. Richtig fancy. Ich habe mir jetzt das hier mitgenommen als Snack. Bin gespannt. Hier seht ihr nochmal meinen fancy Snack, falls es vorhin zu laut war. Ich hasse es, im Auto zu essen, auch im Bett zu essen. Ganz wilde Nummer. Mache ich vielleicht einmal im Jahr und dann fühle ich mich richtig wild und verrückt. Eine Pizza im Bett oder so, das weiß ich nicht. Nee. Ich möchte einen vernünftigen Tisch, an dem ich esse. Oder irgendwie so ein neues Ding, weißt du? Jetzt esse ich auf meinem Schoß. Aber ich habe so Hunger und gleich geht's weiter. Ich treffe gleich noch einen Instagrammer aus Norddeutschland, um gemeinsame Projekte zu besprechen, um sich mal persönlich kennenzulernen. Und da möchte ich nicht irgendwie zickig sein. Ich wirke ja eh sowieso immer so muffelig, weil ich Hunger habe. Deswegen schnell Hami Hami. Diggis, ich muss sagen, das tat richtig gut. Dafür, dass es ein Salat war. Ich persönlich krieg's leider nicht hin, Salate irgendwie ordentlich zu machen, so dass sie lecker sind. Selbst wenn ich jetzt einen krassen Salat habe mit so Hähnchenstückchen, Mozzarella, dies, das, dann ist es auch irgendwann eine Kalorienbombe und kein Salat mehr. Aber ich brauche dann immer noch so ein Stück Brot oder so. Ich hatte jetzt auch ein Stück Brot. Aber was ich einfach sagen möchte, ist, der Salat war sehr lecker. Das tat richtig gut. Und jetzt fahre ich zu meinem Kollegen. Digis, wisst ihr, was mich richtig interessieren würde? Was ihr gerne so aus meinem Alltag sehen wollt? Ich schwöre, die Leute glauben mir das immer nicht. Mein Leben ist voll langweilig. Ich arbeite die meiste Zeit in meinem Leben. Wenn ich 17 Stunden wach bin, arbeite ich 14 davon. 13, 14, irgendwie so. Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt so andere Vlogs sehe von anderen YouTubern, die machen immer so spannende Sachen. Die sind hier auf dem Event, dann sind sie hier auf der Reise, dann sind sie hier in ihrer eigenen Firma, bla bla bla. Und ich denke mir, Bro, weiß ich nicht. Wollt ihr zugucken, wie ich E-Mails schreibe? Aber ich verbringe gerne meine Tage so mit euch, weißt du? Indem ich euch per Kamera mitnehme und einen Vlog drehe, euch neue Sachen zeige, coole Sachen zeige, dies, das. Also so, ne? Ihr könnt hier gerne mal schreiben, ob es bestimmte Dinge gibt, die ihr gerne mal bei mir sehen wollt auf meinen Vlogs. Dann weiß ich halt auch ein paar mehr Sachen, die ich euch so zeigen kann, was euch vielleicht noch so interessiert. Weil mein Alltag ist halt so, weiß ich nicht, ich mache oft dieselben Sachen so
Klar, Influencer sein ist schon spannend, also diesen Job zu haben, mega. Aber mein Alltag und mein Leben, ich bin voll die Schlafmütze, muss man realistisch sagen. Wieder zu Hause angekommen, wollte ich euch mal zeigen, was ich mir beim Citypark geholt habe. Ich habe mir auf Krampf die Sachen hier erstmal geholt, aber ich werde noch weitere Influencer-Produkte sammeln, um sie für mein YouTube-Video zu testen. Die lagen halt auf dem Weg beim Spazierengehen. Dann war ich bei einem Bekannten, der hat mir coole Produkte mitgegeben, Bro. Hat er mir einfach so geschenkt, so, das ist natürlich das Coole, wenn so Make-up-Leute unter sich am Start sind. Ziemlich cool. Hat er mir die zwei Sachen hier mitgegeben zum Verlosen. Unter meinen Followern hatte er so übrig, er so, ey Bro, verlost. Ich so, mega cool. Dann habe ich hier erstmal PR bekommen. Die packen wir jetzt auch erstmal schnell aus. Hallo, Baby, ja, Babyschwänzchen wackelt, wenn Mami mit ihm redet, ja, du bist Mamas Baby, wir gehen gleich auf Kaki-Kaki-Tour. Ich habe diese Sachen zugeschickt bekommen und bevor Leute Auge machen, man muss PR-Sachen auch immer versteuern, nicht, dass ihr denkt, man kriegt alles so auf super toll geschenkt. Everdrop, nachhaltige Putzmittel, wollte ich mal gerne testen, Universalstein soll sehr gut sein. Baby? Du bist gerade sehr laut, das ist unsere Speisekammer übrigens. Wir gehen sofort. Und Faint Parfum. Ich habe gesagt, okay, Bro, ich möchte die Sachen gerne testen. Hier, das habe ich zugeschickt bekommen als gesundes Getränk. Maracuja mag ich auch sehr gerne. Ist jetzt gerade alles unbezahlt oder nichts hier. Weißt du, wie ich meine? Also, ne? Du wisst, ich bin da immer offen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich möchte die Sachen gerne testen, bevor ich sie bewerbe, bevor ich sie irgendwie... Weil ich will etwas empfehlen können, wenn ich dafür Werbung mache. Und deswegen bin ich sehr gespannt daraus, die ganzen Sachen hier mal auszuprobieren. Jetzt gehen Baby und Mami erstmal auf Kaki-Kaki-Kaki-Tour. Kaki machen. Hallo? Ja, du musst Kaki machen, ne? Ich komm mit dir mit, okay? Aber erstmal möchte ich ein Knutschi. So, wir gehen jetzt erstmal auf Kaki-Tour. Mama hat Baby vermisst. Ich nehme euch jetzt erstmal nicht mit, weil ich muss meinen Akku laden. Oh, ich bin wieder ein bisschen hyperaktiv. Frische Luft tut mir gut. Ich lade den Akku, gehe auf Kaki-Tour. Dann räume ich erstmal alles ein und dann zeige ich euch, was richtig cool ist. Lauscht gespannt und wartet ab. Bis gleich. Ich bin jetzt wieder zurück mit Rodi von der Kaki-Tour und esse jetzt erstmal Abendbrot. Guck mal, das habe ich mir gestern gemacht. Es sieht nicht ansatzweise so lecker aus, wie es ist, aber so richtig schön Fisch im Ofen in der Alufolie mit Zitrone und frischen Gewürzen und auch die Kartoffeln. Ich habe mich richtig gefühlt wie so ein Meisterkoch, weil ich halt die Sachen so in Alufolie reingetan habe mit frischen Knoblauchzehen und Rosmarinstreifen. Und so, das sind so Kleinigkeiten und man fühlt sich richtig, richtig talentiert. Gestern habe ich es gegessen. Ich mache es mittlerweile so, dass ich zweifach koche, also für zwei Tage. Und es war sehr lecker. Ich habe mich jetzt abschminkbereit gemacht und ich werde mich gleich abschminken und ich möchte euch gerne etwas vorstellen, was ich jetzt seit einigen Wochen teste. Und ich fand das Konzept davon sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Digis. Ich habe das öfter auf Social Media gesehen und zwar von Formel Skin. Die haben ein Konzept, das habe ich so noch nie vorher gesehen, deswegen habe ich die angeschrieben. Ich so, ey, ich hätte voll Lust, euer Konzept zu testen. Habt ihr Bock? Die so, ja, dann habe ich das getestet und war sehr zufrieden und wollte es euch gerne mal vorstellen. Ich habe auch einen Rabattcode für euch in der Infobox. Und zwar hast du es bei Formel Skin so, dass du eine individuelle auf dich abgestimmte Pflege bekommst. Es lief bei mir so ab, dass ich online einen Fragebogen ausgefüllt habe mit verschiedenen Fragen zu meiner Haut und dazu auch Fotos gemacht habe von jeder Seite von meinem Gesicht und von vorne. Und mein Problem ist, ich habe leichte Unreinheiten, aber vor allem möchte ich langsam in dem Bereich Slow Aging mehr für meine Haut tun, weil Bro, ich werde dieses Jahr 30. So, ich wasche, genau dann, also jetzt, wenn das Video hochkommt, bin ich 3. Ist mein Geburtstag tatsächlich auch, am 26. September. Und da wird es langsam Zeit, etwas zu tun. Weil du hast bei Formel Skin zwei Schwerpunkte. Einmal Akne, Unreinheiten und sowas und einmal Slow Aging. Bei mir ist der Bereich Slow Aging eher wichtiger, weil Unreinheiten habe ich mal mehr, mal weniger. Dann kriegst du von richtigen Ärzten, also von einer Dermatologin, ein passendes Hautkonzept auf dich abgestimmt mit heftigen Wirkstoffen, die du so nicht wirklich in Cremes und so kriegst, sondern wirklich nur in der Apotheke, weil da für dich rumgemixt wird. Hier seht ihr nochmal, ich habe es jetzt schon ein bisschen länger benutzt, weil du brauchst ganz, ganz wenig davon. Hier seht ihr meinen Namen. Es wird dann extra für dich zusammengemischt und ich muss sagen, mir gefällt das richtig, richtig gut, vor allem das Konzept. Deswegen habe ich den geschrieben, weil Bro, ich teste ja viele Sachen, aber extra was auf dich abgestimmt wird, heftig. Und du hast dann drei Produkte, die werde ich gleich auch nochmal mit euch anwenden. Ich werde mich abschminken. Dann hast du ein Reinigungsprodukt. Dann hast du hier ein ganz kleines Produkt. Das hier ist dann eine Formel, die du ganz, ganz minimal aufträgst. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mit Tretinoin und Niacinamid. Tretinoin habe ich extra gefragt und gegoogelt, weil ich wollte so viel
viel wie möglich darüber wissen, kriegst du so nicht regulär in Cremes. Das kriegst du halt wirklich nur, wenn du vom Arzt etwas verschrieben bekommst. Und das hilft bei Akne, bei Hautunreinheiten. Und es gibt auch schon Tests in den USA und so. Das ist auch im Bereich Anti-Aging hilft, jo. Und zum Abschluss deiner formellen Skinpflege hast du halt die leichte Pflege. Die nimmst du dann morgens und abends auf das gewaschene und getrocknete Gesicht. Und hast nochmal eine schöne Pflege als Abschluss. Und alle drei Sachen sind halt wirklich auf dich abgestimmt. Jo, und ich fand das super, super cool. Nach 6 Wochen sollst du wohl richtig, richtig gute Ergebnisse merken. Du kannst monatlich deine Pflege neu auf dich abstimmen lassen. Also nach einem Monat schickst du zum Beispiel neue Fotos hin oder besprichst dich mit denen und dann kriegst du nochmal was Neues. So, wenn du zum Beispiel sehr stark Akne hast, ist es vielleicht anders formuliert, als wenn deine Akne sich immer mehr verbessert. Fand ich super spannend. Mir gefallen die Produkte sehr gut und ich wende sie jetzt nochmal eben mit euch an und zeige es euch nochmal so ein bisschen mit Musik auf ganz entspannt. Ihr habt das Ganze jetzt gesehen in der Anwendung. Ihr könnt Formal Skin aber auch anwenden bei Akne, Rosacea, Hautalterung und. Ich muss sagen, ich mag die Produkte gerne und ich habe auf jeden Fall schon eine Verbesserung gemerkt. Gerade nach Berlin war meine Haut Horror. Ich war 9 Tage in Berlin. Ich habe euch das erzählt, gerade auf Instagram. Wie ein Pustekuchen. Das war so heftig. Sie hat sich immer noch nicht ganz erholt, aber schon ziemlich gut. Da haben mir die Produkte sehr geholfen. Checkt es gerne ab. In der Infobox ist ein Rabattcode für euch. Egal welches Ziel ihr mit eurer Haut ab. Die individuell auf euch abgestimmten Produkte können euch da auf jeden Fall helfen. Ihr könnt monatlich immer wieder neue Formulierungen haben und das abchecken. Ihr könnt auch sagen, nach einem Monat, ihr habt keine Lust mehr. Oder ihr macht es halt immer wieder, wie ihr Lust habt. Checkt es gerne ab. Alles Weitere findet ihr in der Infobox. Und ja, mein Arbeitstag wird jetzt noch weitergehen. Es ist 8:30, aber ich bin noch ein bisschen fit. Also arbeite ich noch ein wenig. Ich bereite jetzt noch ein bisschen Videos vor, die ich drehen möchte. Zum Beispiel hier Full-Face-Drogerie, Sachen, die ich noch gar nicht ausprobiert habe, aufgebraucht. Dann muss ich mal ein bisschen hier aufräumen, diese Gewinnspielsachen sortieren und meine To-Do-Liste für morgen schreiben. Ich schreibe immer jeden Tag To-Do-Listen. Das ist mir sehr wichtig. Das hilft mir dann immer schön, ordentlich und gut zu arbeiten. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, falls ihr Erfahrung habt mit Formal Skin, wie eure Erfahrungen sind. Würde mich interessieren. Und ansonsten schreibt mir gerne, wie ihr den Vlog fandet und vor allem, was ich euch noch so aus meinem Alltag zeigen soll für die Zukunft. Das würde mich auch sehr interessieren. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst gerne auf korrekten Daumen nach oben und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.